Wir hören jetzt einige Lieder, mehr dazu sagt uns dann die Frau Direktor. Nutzen Sie dann noch die Gelegenheit, bei den Ausstellerinnen und Ausstellern sich ein wenig einen Überblick über die Möglichkeiten des Energiesparens, der Energie zu machen, im Sinne und im Interesse unserer Kinder. Und wir sind schon ganz gespannt, was ihr uns heute Nachmittag bringen werdet. Jedenfalls haben wir als kleines Dankeschön für euch danach zur Stärkung ein Würstel oder einen Kuchen vorbereitet. So, und ich darf jetzt die Frau Direktor um ein paar Worte bitten. Dankeschön. So, wir danken recht herzlich für die Einladung und es freut uns wirklich, dass wir einmal so öffentlich auch da auftreten können bei einer Veranstaltung. Und möchte mich aber gleich bedanken bei den Kindern, die heute gekommen sind. Das ist ja nicht so alltäglich, ist ja keine Schulzeit heute. Natürlich bei den Eltern und Erziehungsberechtigten, die es begleitet haben. Und auch bei meinen Kolleginnen, die heute alle da sind. Und das ist ja um den Samstag, ne? Müssen wir dazu sagen. Also, und wir haben also heute drei Lieder haben wir einstudiert. Eines ist vielleicht schon bekannt, und das haben wir schon mal gesungen, das Umweltlied. Nachdem aber alles mit Umwelt zu tun haben sollte, haben wir das noch einmal genommen. Das zweite Lied, das wir singen, ist dann ein Lied von unserem EU-Projekt, da möchte ich dann vorher noch was dazu sagen. Und das dritte, das werden Sie dann gleich an der Begeisterung der Kinder merken, da sage ich dann auch, das ist dann das, was Ihnen halt am allerbesten gefällt, weil da wird es dann am lustigsten. Ja? Und es sind also alles mit Umwelt, mit Recycling, weil wir uns ja zwei Jahre damit beschäftigt haben. Ich möchte es aber dann noch dem ersten Lied dann dazu sagen, weil das zweite ist dann, nein, das erste ist das bei Monika mit dem, vom Projekt. Das zweite ist das vom Projekt, ja. Gut, also ich hoffe, es gefällt Ihnen. Text dazu geschrieben, ja, den deutschen Text hast du geschrieben
Ja, der englische Text stammt also von unserer Partnerschule aus England und dann hätte es noch einen Text gegeben, natürlich aus Spanien und einen aus Schweden. Nur das Spanische und das Schwedische haben wir uns also geschenkt. Ja, das war ein bisschen schwierig. Daher nehmen wir nur das Deutsch und das Englisch, aber es reicht auch, ja. Und Englisch natürlich auch deswegen, muss ich sagen, weil ja unser Schwerpunkt der Schule auf Englisch beruht, ja. Und vielleicht hat doch schon der ein oder andere, wo die Kinder dann weitergegangen sind in weiterführende Schulen, gemerkt, dass sie also doch ein bisschen, zumindest am Anfang, einen Vorsprung haben gegenüber anderen. Und jetzt kommen wir also zu dem zweiten Lied und Sie werden sicher auch von der Melodie her gleich erkennen. Es war ein bisschen schwierig, dass wir da dazu die nötige Melodie gefunden haben, weil das nämlich sonst sehr schnell geht. Wenn es aber so schnell geht, bringen wir den Text auf Englisch ja gar nicht so unter. Und daher haben wir ein bisschen gesucht, aber jetzt haben wir das zweite. Gell? Gut, also jetzt dürft ihr gleich. Schulen, aus unseren Partnerschulen wird der also auch gespielt und ich muss jetzt schon dazu sagen, dass sind die Lieder auch schon auf YouTube, Monika? Die noch nicht. Die kommen dann hin, sobald wir sie dann aufgenommen haben, sind sie auch in unser Projekt, das was wir hinten dann vielleicht vorführen können noch. Die Kollegin Hinsel hat das über die Ferien alles zusammengestellt, kann man in der Zwischenzeit auf YouTube anschauen. Also auch die Volksschule Absdorf. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, Volksschule Absdorf ist zwar klein, aber fein. Ja? Wir sind momentan nur 4 Klassen, wir sind nur 61 Kinder, aber glauben Sie mir, ich bin 41 Jahre da, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Von der Schule und auch von der Gemeinde. Also sonst wäre ich kaum 41 Jahre da geblieben. Es war also wirklich für mich eine sehr schöne Zeit und tut mir leid, wenn ich, es geht halt alles einmal zu Ende, ja, möchte ich halt auch dazu sagen, weil ich die Möglichkeit gerade habe, dass also möglichst viele Leute heute da sind, aber wir haben ja noch ein bisschen bis zum Schulschluss, da können wir noch ein bisschen was bieten, gell? Und jetzt bieten wir das dritte Lied, das Schneewittchen, das ist jetzt ein Lied von Schneewittchen, von dem Märchen, natürlich ist das Märchen Schneewittchen, aber es ist als Umweltlied gedacht und Sie werden den Text gleich hören. Es handelt auch von Verunreinung des Waldes, der Luft, des Wassers, aber natürlich mit großer Begeisterung jetzt gesungen. Und die Sieg.
singen jetzt. Wer hat unseren Baum verdreht? Schneewittchen und die sieben Zwerge sind längst schon über alle Berge. Nicht gerechnet, weil wir nämlich noch nie eine hatten. Aber das ist wahrscheinlich so wie ich, habe auch am Montag gar nicht gehabt in Deutschland und bin dann 3 Tage dort festgesessen. Ja? Ich habe jetzt eine Panne, das wird keine 3 Tage dauern. Aber ich weiß nicht, ob dann beim nächsten Mal spielen, ob es dann funktioniert. Ja, wir werden es dann nochmal versuchen. Vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal. Probieren wir es nochmal? Naja, ich würde sagen, wenn es den Eltern gefallen hat, dann werden sie vielleicht einen kräftigen Applaus spenden und dann werden wir es vielleicht nochmal probieren und vielleicht... Okay, ich glaube, das Kinder, ich glaube, das schreit nach einer Zugabe. Ich frage mich nur, ob die Frau Direktor das auch mittanzen kann. Also... Sie sagt gerade, sie ist kein Schneewittchen mehr, aber wir nehmen es trotzdem mit dazu. Vielleicht, ich sehe da den Herrn Bürgermeister so lachen. Herr Bürgermeister, hast du das schon probiert einmal? Also ich glaube, wenn der Herr Bürgermeister einen kräftigen Applaus kriegt, würde vielleicht dort der Herr Bürgermeister und da die Frau Direktor mittanzen. Liebe Kinder, jetzt müsst ihr aber ganz gut das vormachen, damit dass die noch mitmachen können. Der hat es doppelt schwer, der hat es noch nie gesehen, jetzt einmal. Ja. So. Gut, also ich glaube, wir versuchen es nochmal mit der Tontechnik. Thomas, Ton ab. Die sieben Zwerge sind längst schon über alle Berge.
Ja, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank an euch, liebe Kinder, für das tolle Mitmachen. Ihr holt euch jetzt zur Belohnung ein Würstel oder einen Kuchen, was immer ihr euch aussuchen wollt. Einen herzlichen Dank auch an Frau Direktor und das ganze Team der Lehrkräfte, dass ihr heute Zeit gehabt habt. Und natürlich vielen Dank für die Zusammenarbeit an die Wackemänner, an dich, lieber Franz, dass wir das heute so toll ausrichten konnten. Bleiben Sie noch da ein wenig. Dankeschön. Und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es mir. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann steht der Franz da in der Verfügung.